So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Silvers Arena Leiterfestung. Sorry, ich hab's ein bisschen verplant. Also, der letzte Part ist ja, glaube ich, schon fast eine Woche her. Das tut mir sehr leid. Ich hatte ein bisschen zu tun. Dann ist GPL vorbei gewesen und dann hatte ich ein bisschen Pause gegönnt mir. Und deswegen kommt er etwas zu spät. Ich weiß, ich wollte so alle 2 Tage machen, aber ich wollte eine kurze Pause machen. War ja gerade ein Herausforderer vorbei. Und ja, ihr erwartet jetzt sicher, dass irgendein krumme Kommentator aus irgendeiner Ecke sich meldet. Aber ich muss euch leider enttäuschen, da ich das etwas kurzfristig aufnehme, weil ich einfach heute den Part noch bringen will. Es ist heute nochmal alleine, aber ab dem nächsten Part bin ich mir sicher, dass es einen Co-Kommentator geben wird. Jedenfalls kämpfen wir gegen Pokécookie, der hier ebenfalls als allererste Arena die Pflanzen... Nee, die Wasserarena war die erste von Andy, der es übrigens geschafft hat. Also, ich hoffe, ich habe jetzt nicht gespoilert. Wie soll ich das überhaupt sagen? Egal. Jedenfalls, er tritt hier gegen die Pflanzen-Pokémon mit Trigefano, Zapdos, Kogeldur und Megataubos an. Ja, wenn ich schon Megataubos sehe, dann kraut's mir schon. Aber naja, schauen wir mal, wie sich, Entschuldigung, der Kampf entwickelt hat. Und ja, übrigens, ich benutze Twitter jetzt als für die Poketuber. Also, wenn ihr mich als Poketuber kennt dann, und irgendwelche Infos bei mir wollt, dann schaut einfach auf Twitter und followt mir da. Und falls nicht, da, falls ihr irgendwie auf Facebook rumschimmeln wollt, da werde ich aber eher so die SAB Angelegenheiten klären, also ja, will ich ein bisschen so aufteilen. Jedenfalls, er kommt hier in die Mega-Entwicklung. Wir haben ja vorhin schon gesehen, dass er mit Mega-Taubos leadet. Und ich habe nachgekalkt, es ist kein sicherer One-Hit, ein Orkan, der natürlich immer trifft, wegen der Fähigkeit von Mega-Taubos. Aber wenn es mäßig ist und 252 ein Spezialangriff und alles, dann ist es, glaube ich, schon nur sicherer One-Hit-KO. Ansonsten, ich habe ja HP-Investment auf dem Palmensohn, dann ist es, wenn er nicht mäßig ist oder keine 252 da drin hat, dann, wobei man das schon machen sollte, ist es kein sicherer One-Hit. Naja, aber es war hier ein sicherer One-Hit leider, beziehungsweise unsicherer One-Hit. Man weiß es ja nicht, weiß das ein Investment nicht. Und ja, er macht hier weiter Orkan und Willi ist hier verwirrt und trifft sich. Das ist sehr scheiße, denn ich hatte eine schöne Gesteinsattacke hier drauf und die hätte mir echt weitergeholfen. Und ja, der zweite Orkan reicht dann natürlich. Das war's von Willi. So, und dann schauen wir mal, wie das so weitergeht. Jetzt schicke ich Pringaron rein und dann ist mir eingefallen, ja, hast du gut gemacht. Ja, es ist einfach so. Diese Arena hat eigentlich, abgesehen von Willi, nichts gegen Megaturbos. Das ist nicht so geil. Das ist nicht so geil, wirklich. Also hätte ich jetzt mit Willi die Gesteinsattacke getroffen, hätte die vielleicht sogar für einen One-Hit gereicht. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Taubos ist sehr, sehr defensiv schwach, aber Willi ist jetzt auch nicht in Angriff das Beste. Und Tangela überlebt das leider auch nicht, auch mit Nevolit nicht. Und das war der kürzeste Arena-Leiter-Festung-Gang. Wow, easy win, würde ich sagen, für Pokécookie. Er hat zwar die Hex bekommen mit der Verwirrung, aber was soll man machen, ne? Ist halt so, ne? Naja, gehen wir zum zweiten Kampf. Jetzt geht er gegen die Wasserarena und hat dabei einen Zapdos, ein Cesurio, Trikefalo und Mega Bisaflor. Ich habe ja erwähnt, dass ich ab jetzt die Pokémon ändern werde. Und deswegen hat dieses Mal auch Manaphy Psychokinese drauf. Das habe ich jetzt nicht gegen sein Mega Bisaflor davor mitgenommen. Ich kenne ja die Teams ja eh nicht davor. Aber ich habe einfach im letzten Kampf bemerkt, dass ich eine Psychokinese gebraucht hätte. Ich glaube, ich habe doch im letzten Kampf... Oh, scheiß Handy. Ihr wisst ja. Jedenfalls, ich muss hier mit Politoed leaden. Das gleiche Matchup wie im letzten Kampf. Ihr wisst es ja. Beziehungsweise beim letzten Herausforderer. Und er tut sich hier in die Mega-Entwicklung dringen. Ich glaube, ich habe hier sogar jetzt auf Politoed auch die Psychokinese, oder? War da nicht was? Ich glaube, ich habe da auf beiden Psychokinese nur gegen Mega Bisaflor. Ich schau mal, Gigasauger macht fast die Hälfte. Ich würde sagen, ja, fast die Hälfte. Und ja, ich habe die Psychokinese sogar drauf. Also schon lustig, was das Ding alles kann. Und ich brauche hier den Spezialdefensiv-Drop, wie wir sehen. Und ich kriege ihn sogar. Denn sonst hätte ich nicht viel Schaden danach gemacht. Das Blöde ist einfach, dass er hier Gigasauger machen kann. Ich glaube, ich bin hier auch sicher auf die Psychokinese gegangen und habe jetzt nicht sein Ding predicted. Sein Trigefalo oder sein Cesurio. Ja, ich bin hier safe auf die Psychokinese gegangen. Und er wollte halt sein Mega Bisaflor nicht den Damage kassieren lassen. Und ja. Hier kommt der Abschlag und das war es dann auch vom Bubblegum. Ja, das überlebt leider keinen Abschlag. Und es hat nur Offensivfeste, was eine Überraschung. Deswegen hat es davor auch, ist halt ein speziell Offensives gewesen. Deswegen hat es auch ein bisschen mehr Schaden gemacht an Bisaflor. Und ich gehe auf Shrimp. Lange habe ich überlegt, gehe ich auf den D-Dance oder auf die Kaskade. Dann habe ich mich entschlossen, komm, ich gehe auf die sichere Kaskade. Ja, das Blöde ist, ich flinch nicht. Und heißt, ich kriege erstmal einen Abschlag rein. Und jetzt war es, ja, ich glaube, ich habe 50 Sekunden überlegt, ob ich rausgehe oder nicht. Und im Endeffekt dachte ich mir, komm, er geht jetzt bestimmt. Bestimmt geht er jetzt auf den Sucker Punch, schickt Swampert rein und tatsächlich geht er auf den Sucker Punch. Auch sehr interessant. Der Regen lässt leider genau in der Runde nach, was nicht so vorteilhaft ist, aber was soll man machen, ne? So ist das Leben. Und hier reveal ich, dass es ein Mega-Sumpex ist. Die Megas werde ich übrigens nicht ändern, also das, da habt ihr schon mal einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen, aber was soll man machen, ne? Jedenfalls geht er jetzt hier auf den Tiefschlag. Ich bin in diesen Mega-Sumpex, habe ich jetzt nur Attacken drauf, die Schaden machen.
Also nicht irgendwie, keine Ahnung, was kann das Ding? Stealth Rocks. Also den Tiefschlag konnte ich nicht predikten. Also ich konnte ihn schon predikten, aber es bringt mir ja nichts, ne? Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls wechselt er hier seinen Zapdos raus und dann dachte ich mir schon, warum macht er das? Ohne HP Gras wird hier nichts laufen gegen dieses Megazone-Packs, da mache ich ihn easy kaputt. Aber er hat sich tatsächlich drauf. Ja, Leute, das ist ein HP-Pflanze, also sehr interessant, auch ein cooler Move von ihm. Ob es jetzt ratsam war, eine HP-Pflanze auf Zapdos schon jetzt zu revealen in der zweiten Arena. Jedenfalls hat es ihm was gebracht, das kann man so sagen. Ist halt sehr gut, ne? Jedenfalls, ich gehe auf den Schweifglanz, da ich wusste, komm, ein Donnerblitz, den tank ich. Komm, Manoffi, den tankst du. Mir, Manoffi, du machst es jetzt. Und er geht tatsächlich auf den Donnerblitz. Und es reicht sogar fast für einen One-Hit. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich glaube, es ist sein offensives Mega, Zapdos. Denn sonst hätte das nie und nimmer ausgereicht. Ich bin jetzt hier auch nicht auf den Eisstrahl gegangen, weil ich ihn für Psychokinese in diesem Kampf getauscht habe. Und ja, jetzt habe ich einfach gedacht, wenn das Scarf ist, bin ich tot. Ansonsten habe ich gewonnen. Und ich bin tot, heißt es gescarft, weil Manaphy ist nicht gescarft, hat mir beim Schweifglanz gesehen. Und das war's. Also, oh, doch noch nicht. Ich habe noch ein Pokémon. Oh, da könnte es nochmal spannend werden. Aber nee, es gescarft, also, und das wird Tiefensaurer wird jetzt trotzdem reichen. Also, wir haben hier gesehen, so ein Scarf-Trick Gefahrleute revealed und ein Zapdos in HP Gras. Ist vielleicht für mich besser in den zukünftigen Arenen. Ansonsten hat er hier super gespielt und verdient sich sein erstes Continue. Ja, und jetzt kommt die blöde Sache. Da haben wir die nächste Arena gemacht. Ich glaube, es war Gift. Oder? Und die hat er tatsächlich gewonnen. Die Arena des Blöde ist, dass irgendwie ein Fehler in seinem Internet hat, dass genau um 20.30 Uhr, zu dem Zeitpunkt, den wir den Kampf gemacht haben, das Internet abkackt bei ihm. Das wusste er davor schon, aber er hat zu mir geschrieben, komm, wir machen den Kampf noch. Ich habe davor auch noch gefragt, willst du noch einen Kampf machen oder Schluss machen, wenn dein Internet genau um 20.30 Uhr aus ist. Er hat gemeint, ja komm, machen wir noch einen Kampf. Das Blöde ist, dass dann, während er gewonnen hat, das Internet sich aufgehangen hat und ich den Kampf nicht speichern konnte. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, disqualifizieren wirst du jetzt nicht, weil er hat wirklich gewonnen den Kampf. Ich glaube, es war gegen die Gift-Arena. Ich werde ihn jetzt ein Continue abziehen. Jetzt würde ich aber euch noch fragen, es gibt keine Straw-Poll-Abstimmung oder so, weil ich das einfach nur in den Kommentaren lesen möchte. Seid ihr dafür, dass er sein Continue verliert, komplett rausfliegt, was sehr, sehr bitter wäre, weil er hat den Kampf dann gewonnen. Oder einfach nur so ein Continue. Verdammt, irgendjemand hat in den Kommentaren geschrieben, wann ich es richtig ausspreche. Ich sag Continue, Continue ist richtig. Ich sag's euch, Continue ist richtig. Ob er das verliert, ob er komplett rausfliegt, was ich aber wahrscheinlich, das stelle ich nicht in Option, er hat den Kampf gewonnen, da kann er, sein Internet ist halt abgekackt, aber normal wäre es in den Regeln, aber es gibt natürlich Ausnahmen und ich bin auch ein Mensch, Leute. Oder halt, dass nichts passiert, dass er einfach den Kampf gewonnen hat, dann seht ihr den Kampf halt nicht, was ich aber auch ein bisschen scheiße finde, weil es sind schließlich Regeln und ich möchte auch Videos zum Hochladen haben. Naja, was soll man machen, ne? Jedenfalls ist eure Entscheidung, lasst mich in den Kommentaren wissen, schaut mal auf Twitter vorbei. Und Facebook von mir aus, da werde ich aber nicht viel über Pokémon oder so posten oder einfach über den Silver-Kanal. Und ja, das war's von mir, Leute. Wir sehen uns in neuen Battles. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da, wie es immer macht. Und dann freue ich mich auf neue Battles. Wir sehen uns. Ciao.